ich sage ganz ehrlich, das war für uns aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Da tauchte plötzlich ein neues Genre auf, das hieß Blogger. Was sind das für welche? Welche Zielgruppen haben die? Bei einer Tageszeitung habe ich so als Return on Invest eine Auflage, mit der ich was arbeite. Das war bei den Bloggern alles ein bisschen schwierig. Was sind das für welche? Wen bedienen die? Sind das Journalisten? Sind das keine Journalisten? Und am Anfang, dann gab es solche Bewegungen. Können wir die denn mit den normalen Journalisten bei Fahrzeugpräsentationen zusammenpacken oder können wir die nicht zusammenpacken? Müssen wir separate Gruppen machen? All diese Themen haben sich in der Zwischenzeit erledigt. Für uns ist diese Zielgruppe wichtig, weil sie viele, viele Adressaten im Markt bedient, bei denen uns daran gelegen ist, dass sie über unsere Produkte erfahren. Also insofern gehören auch mittlerweile die Blogger zum Medienset von Skoda Auto Deutschland oder von der Marke Skoda generell.